Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sprechen heute über ein Gesetz, das der unzuständige Stadtentwicklungsausschuss gestern schon beschlossen hat. Die Koalition hat aber auf eine dringliche Überweisung des Beschlusses in den Hauptausschuss und ins heutige Plenum verzichtet, weil heute erst die erste Lesung hier stattfinden kann. Diese Art der Gesetzesberatung ist für ein Parlament, das sich selbst ernst nimmt, unwürdig. Anstatt wie üblich eine Anhörung durchzuführen und mehrere Ausschüsse einzubeziehen, Wirtschaft wegen der Gewerbefragen, Gesundheit wegen der Suchtfragen, Inneres, weil diese unverständlicherweise zuständig sind für Wettbüros, wie ich lernen durfte, hat die Koalition das vorab überwiesene Gesetz in, wie gesagt, den unzuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zusätzlich auf die gestrige Tagesordnung gesetzt. Die Koalition hat in dieser zu Ende gehenden Wahlperiode nicht viele Gesetze auf den Weg gebracht. Jetzt zum Schluss soll alles aufgeholt werden und ganz schnell gehen. Siehe auch heute zu beschließende Novelle der Bauordnung, nachdem zuvor Monate und Jahre verstrichen sind. Siehe Bebauungspläne, von denen aktuell 3 vorliegen. Und ich bin mir sicher, da kommen noch welche. Rot-Rot hat das Spielhallengesetz 2011 verabschiedet. Ja, auch im letzten Jahr der Wahlperiode, aber nicht in der letzten Sitzung und vorher mit intensiver Beteiligung von 4 Fachausschüssen. Für die daran anknüpfenden aktuellen Präzisierungen, zumindest Abstandsvorschriften für Spielhallen und Wettbüros, hätte die Koalition viel Zeit gehabt. Es geht nach den Spielhallen nun also um die Wettbüros, um die Abstände zu Schulen 200 Meter, um Abstände zu den Wettbüros untereinander 500 Meter. Das heißt, auch dieses Beispiel habe ich im Ausschuss schon vorgetragen, in einer Straße wie der Böllsche Straße mit 2 Kilometer Länge sind nach diesem Gesetz bis zu 5 Wettbüros erlaubt. Die Schulen sind im konkreten Beispiel auch mehr als 200 Meter von der Straße entfernt. Hinzu kommt, auf dieser Straße könnten auch noch 5 Spielhallen existieren, denn im Gesetz zur Umsetzung des Mindestabstands nach dem Spielhallengesetz steht nur eine Sollvorschrift. Ein Abstand von 500 Metern zwischen Spielhalle und Wettbüro. Die Klagen der Automatenwirtschaft und der Glücksspiellobby, dass mit diesen Abständen kaum noch Spielhallen oder Wettbüros in Berlin bestehen könnten, sind also völlig unbegründet. Im Gegenteil, perspektivisch nach ersten Auswertungen der Abstandsregelung wären größere Mindestabstände wünschenswert. Auf ein zentrales Problem dieses Gesetzes hat Kollege Behrendt dankenswerterweise hingewiesen. Für den Betrieb von Wettbüros ist kein Genehmigungsverfahren erforderlich, in dem der Abstand überhaupt überprüft werden könnte. Hier besteht ganz offensichtlich Nachbesserungsbedarf. Dennoch ist das Vorhaben inhaltlich sinnvoll. Es soll verhindern, dass in geschlossenen Spielhallen an gleicher Stelle Wettbüros eröffnet werden. Denn in einem sind wir uns ganz bestimmt einig, wir wollen attraktive, lebendige und abwechslungsreiche Einkaufs- und Flanierstraßen in Berlin. Die Eindämmung von Spielhallen und Wettbüros ist allein auf gesetzlichem Weg zu bestreiten. Die jetzt 3 Gesetze plus Glücksspielstaatsvertrag mit seinen unglücklichen Regelungen sind unübersichtlich und schwer verständlich. Dieses komplizierte Regelwerk muss einer gerichtlichen Überprüfung erst einmal standhalten. Die bisherigen Regelungen haben auch nur begrenzt funktioniert. Die Zahl der Spielhallen ist gerade mal um 10% zurückgegangen. Eine weitere Möglichkeit zu deren Begrenzung sind übrigens Bebauungspläne mit entsprechenden Einschränkungen. Davon müsste man noch viel mehr Gebrauch machen. Trotz der berechtigten Kritik am Verfahren und den technischen Problemen werden wir dem Gesetz zustimmen. Unser gemeinsames Ziel in der nächsten Wahlperiode sollte es aber sein, das Glücksspiel in einem einzigen Landesgesetz zu regulieren und dann den Vollzug durch die Behörden auch personell zu sichern. Vielen Dank.